Hallo und herzlich willkommen zurück zu Angelas Fashion Fever. Ich bin hier auch im Fieber, ey. Bin sacknass geschwitzt. So, wir brauchen nur die Maus in Level 85. Showtime oder Showdown? Cool. Lori, höchste Zeit, dass wir uns treffen. Sie sieht original aus. Perfekt. Ich bin super gespannt. Meine Damen und Herren, Trulie beglückt uns doch mit ihrer Anwesenheit. Wie sie guckt. Verdammte Scheiße. Hey, 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 Vorsicht, wir sind auf Sendung. Oh, Lori, geht es dir nicht gut, Liebste? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Es ist nur, ich bin so erfreut, dich wiederzusehen. Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Pfui, was hast du nur an? Gibt es in deinem Hotelzimmer keine Spiegel? Oh, truly, truly! Meine verehrten Zuschauer, leider hat Angela beschlossen, die Show zu verlassen. Oh. Bleiben Sie dran und sehen Sie, wem das Glück lacht und wer aussteigt. Ach schön, Angela, wirklich schön, schön. Nö, ich kauf nichts. Oh Gott, Schuhe. Es gibt Schuhe und hier unten fehlt doch auch noch was. Das sehe ich doch schon im Ansatz. So, Kleid, Schuhe, Schuhe. Okay, dahin, dahin. Und die Maus. Das wäre echt nett, wenn ich die finden würde. So, das Kleid hier ist für dich. Ach, Kinas, ey. Das wird hier echt Showdown. So, dir mache ich auch noch die Haare. Kommt mal alle zur Kasse, bitte. Flux, flux, hopp, hopp, du auch. Ja, ja. Okay. Aufräumen, 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 aufräumen. So, dann brauchen wir das Kleid. Zweimal die Blumen. Und du möchtest einmal die Haare gemacht bekommen. Ja, 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 ja. Kriegen wir irgendwie alles hin. Ich könnte mal Ohrringe machen, vielleicht. Nur so ein paar. Du möchtest das. Du möchtest die Schuhe. Ich stecke hier gar nicht mehr durch. Wer hier alle irgendwas möchte von mir. Ah ja, okay. Victoria wird das hier nach und nach abarbeiten. So, dann wird kassiert. Dann wird hier aufgeräumt. Ich glaube, mit der Maus, das wird wieder nichts hier. So, du möchtest das Kleid. Ich brauche Handtasche, Schuhe, Blumen. Und dann wird kassiert. Und dann würde ich mal nachnähen. Okay, das erste Kleid war jetzt blöd, das brauche ich nicht. Aber vielleicht die anderen Kleider, bitte, Victoria. So, dann machen wir dir mal die Haare und hier räumen wir dann auf. Dann hole ich die Blümchen für dich. Ist die Maus schon irgendwo gewesen? Vermutlich schon, ne? Na, keine Chance hier. Wenn sie jetzt nicht zufällig irgendwo bei mir an meiner Maus auftaucht, dann, ja, nicht träumen. Nicht träumen. Oh Gott, nicht auch noch träumen. So, warte, ich brauche Ohrringe, ich brauche Schuhe für dich. Boah, ich muss mich hier echt gerade konzentrieren. Dann wird kassiert, dann wird hier sauber gemacht. Einmal Blumen bitte holen. Das Kleid nehme ich mit. Dahin, dahin. So, für dich die Haare machen. Oh Mann, ich suche dauernd nach der Maus, aber no go, ihr Lieben. Echt, ich sehe sie nicht. Oh, ich muss aufräumen. Aufräumen, Victoria, komm. So, Schuhe, Schuhe, Handtasche. Okay. Einmal das Kleid hier für dich.
so, dann wird erstmal kassiert und dann machen wir dir hier die Haare. Alter, ich schiele schon, ne? Weil ich dauernd nach der Maus gucke, aber... oh Gott, was wollt ihr denn alle? Kriege ich das alles drauf? Nee, ne? Jetzt habe ich irgendwie falsch geklickt. Ja, sie wollte das. Okay, warte. Oh Gott. Putzen! Putzen, Kind, putzen! Oh Gott, das sind aber alles Dreckschweine hier. Kann ich ja gar nicht anders sagen. Ach komm schon, Mausi. Du bist doch irgendwo gewesen. Komm doch nochmal. Noch ist Zeit. Punkte habe ich fertig. Soll ich mal einen Moment warten, ob ich sie irgendwo mal sehe? Falls sie überhaupt nochmal auftaucht, ne? Das ist ja blöd. Na, komm her. Ist egal. Ärgerlich, aber egal. Du weißt nur zu gut, wer ich bin. Entschuldigung, aber wir haben, aber wir folgen nur Anweisungen, die von Truly kommen. Ich bin Truly, du. Ach. Paradiesvogel ist unterwegs. Verstanden. Die zwei, ne? ich hatte eine Offenbarung. Dieser Wettbewerb war für einige eine grausame und herzlose Reise. Aber er hat mir persönlich eine Sache deutlich gemacht. Mode soll die beste Seite einer Person präsentieren, nicht die schlechteste. Oh, bitte. Die wahre Gewinnerin ist die Person, die ein echtes Vorbild für meine Marke wäre. Wer bist du? Wie lustig, dass du das fragst, Lori. Bring sie bitte von hier fort. Schu, schu, bitte. Husch, husch, hinfort. Ich werde diesen Wettbewerb gewinnen, Truly. Wer auch immer du bist, du wirst dafür büßen. Aber ihr Kleid ist toll. Bleiben Sie dran. Wir sind nach einer kurzen Werbung wieder zurück. Aber ihr Kleid ist wirklich toll. Muss man ja mal sagen. Hier hängt überhaupt noch kein Kleid. Naja. So, Level 86. Truly, Angela, was ist hier los? Rede mit ihr, um es herauszufinden. Mit wem? Mit Truly? Mit Angela? Mit beiden? Oh mein Gott. Truly hat mir mitgeteilt, dass sie uns etwas zeigen will. Soll ich sie loswerden? Schon gut. Sehen wir uns es an. Eine kleine vorab aufgezeichnete Nachricht. Von Truly. Scheinbar dringend. Meine verehrten Zuschauer, leider hat Angela beschlossen, die Show zu verlassen. Oh. Was für eine Achterbahn der Gefühle, aber es kann nur eine Gewinnerin geben. Die Gewinnerin und damit meine Nachfolgerin ist... Hey Leute! Aber das ist der... Ich meine, das kann nicht... Wie Sie alle wissen, musste ich den Wettbewerb verlassen. Aber ich möchte meiner lieben Victoria meine ganze Unterstützung geben. Victoria! Ach Gott, ey. Jetzt hat Lori Truly es aber auch gerade nicht einfach, ne? Und ich habe es auch nicht einfach, ich kann nämlich nichts kaufen. Dann eben nicht. So, die Schere haben wir auch bekommen, wunderbar. Komm, Victoria, erstmal hier nähen. Da auffüllen. So, und dann holen wir hier die Handtasche. Da haben gerade schon wieder zwei ineinander gebackt. Das ist auch sehr nice. Schere nehme ich auch noch mit, so dann gehe ich zu euch. Dann die Blumen, die Ohrringe für dich und du möchtest das Goldkleid, okay. Ich habe es gerade irgendwo quietschen hören bei mir, kann das sein? Oh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, du die Haare. Ah, okay, Truly. Truly Angela, wer bist denn du jetzt von beiden? Ich weiß es nicht. Ah,
Es scheint Angela zu sein, okay. So, eine Handtasche, ein Goldkleid mit Stola, bitteschön. Ja, werdet doch nicht ungeduldig, Mädels da drüben, bitte. Bitte, bitte, ich mach das so schnell ich kann. As soon as possible, ich versprech's. Habe ich schon kassieren gedrückt? Ja, habe ich. Oh Gott, ey. Ich brauche da unten so ein Kleid, ne? Warte mal, das hier. Nee, ich auch gerade mal. So, dann brauche ich das. Die Handtasche. Kassieren. Aufräumen, aufräumen. Ich hätte schwören können, ich habe die Maus quietschen gehört, aber keine Ahnung. So, Angela, ich komme. Da machen wir auch nochmal die Haare schön dann. So, was brauchen wir? Das brauchen wir, das brauchen wir. Einfach unglaublich, oder? Lori war eigentlich Julie. Ja, Angela, das haben wir mitbekommen. Müssen wir mal aufräumen. Kassieren. Kleid, Blumen dahin. Ohrringe bräuchte ich mal, ne? Hm. So, dann packe ich mir das Kleid, packe mir die Ohrringe. Bring dir das. Brauche nochmal die Ohrringe. Muss da mal fix aufräumen. Oh, komm, 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 Victoria. Lauf, 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 lauf. Kassieren. So, einmal die Bürste hier. Dann brauchen wir das Goldkleid. Ohrringe. Dann einmal zu Angela. Dann werde ich erstmal aufräumen zwischendurch. So, dann brauche ich die Schuhe und Ohrringe dahin. Kassieren. Oh, ich habe da oben kein Kleid mehr, ne? Mach ich mal. Die war auch schon sauer. Sauer war die gutste. Naja. So, zweimal Schuhe, einmal Ohrringe. Dahin, dahin. Und dann Ohrringe auffüllen. Du möchtest Haargel. Okay, bring ich dir. Oh Gott, ey. Die Ohrringe machen mich fertig, ey. Wirklich. So, aufräumen, aufräumen. Kassieren. Wir brauchen das und die Schuhe hierhin. Dann einmal zu Angela. Ich bin total konzentriert hier im Moment. Weil das wirklich hart ist. Was die alle wollen, die Verrückten hier. So, zweimal Schuhe, eine Handtasche. Dahin, dahin, kassieren. Hier die Haare machen. Ja, nee, lesen kann ich jetzt gerade nicht noch. Aufräumen, aufräumen. Oder habe ich da schon geklickt? Keine Ahnung. So, okay. Ohrringe, Blumen für sie. Warte, ein Goldkleid. Eine Tasche für dich. Da muss ich schon wieder aufräumen. Ich habe keine Ahnung mit der Maus. Das macht mich wahnsinnig. So innerlich macht es mich echt fertig. Ich sehe die aber auch überhaupt nicht mehr. So, ich glaube, ich muss hier mal kassieren. Victoria, komm. Hau rein in die Tasten. So, dann müssen wir hier mal die Haare legen. Und dann gehen wir zu Angela. Aufräumen. Handtasche, kassieren. Oh Gott, ey. Ah, Goldkleid hier runter. Was? Blumen, das, das, nochmal das und das Kleid. Okay, kassieren. Aufräumen, aufräumen. Hier einmal die Haare legen. Ich habe da unten kein Kleid mehr. Könnte mir aber passieren, dass hier noch einer eins will, oder? Naja, wir werden sehen. Ich räume da erstmal gerade auf. Hol zweimal Schuhe für dich. Eieiei. So, dann räume ich da nochmal auf. Und dann wird kassiert. Aber dazwischen steht noch eine, die was will, ne? Oder? Nee, doch nicht. Nee, doch. Okay. Dritter Stern ist da, alles klar. Sehr schön, so, das ist für dich. Irgendwo noch eine kleine Maus. Meinen dritten Stern habe ich ja. Es wäre echt cool, wenn die nochmal auftauchen würde. Aber dann guckt wahrscheinlich wieder nur irgendwo eine Ohrspitze raus, wenn überhaupt, ne? Komm her, wir lassen es, ich gebe auf. Ich gebe es auf.
Willkommen zurück und danke, Angela, für die warmen Worte. Aber bevor wir fortfahren, lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen. Lori, sehen wir uns deine Reise bis hierhin an. Hier sehen wir dich, wie du wie eine falsche Schlange hinter Violas Rücken über sie sprichst. Oh. Oh, der ist gut. Du teilst deine Goldaccessoires mit Bruna, um sie dann des Diebstahls zu beschuldigen. Nein. Und wie könnten wir vergessen, was du mit Victorias Kleid angestellt hast? Wie du erneut in einem gemeinen heuchlerischen Spiel eine andere Teilnehmerin verrätst. Buh. Ich muss los. Ja, das hat dann wohl alles die Videokamera aufgezeichnet, meine Liebe. Ist ja doof gelaufen für dich. Ah, Mensch, schön. So, Level 87. Lori versucht, Angelas Kleid zu sabotieren. Halte sie davon ab. Oh Gott. Das fehlt mir jetzt auch noch zu meinem Unglück hier. Das Elend. Ja, nö. Okay. Schütze dein Kleid vor Sabotage. Sabotage. Alles klar. Erstmal hier nähen. Ohrringe machen. Und dann kommt sie da hinten schon angekrochen. Na wunderbar. Ich freue mich. So, dann packe ich das ein. Zweimal das. So, für dich. Für dich. Und dir mache ich die Haare. Und da kommt Lori, gib doch einfach auf. Hm? Wie wäre das? Schuh, Schuh, Kind. So, kassieren. Ohrringe. Kann ich echt nur 3 Ohrringe machen? Ich versuche mal gerade mehr. Schuh, Schuh, Lori. Du bist böse. Böse Frau. Geh weg. Ich kann echt nur 3 Ohrringe machen. Das ist so doof, ey. So, noch ein Blumensträußchen hier für das Mädchen. Okay. Oh, die kommt aber auch im Sekundentakt, ne? Manu. Geh hin, Victoria. Jetzt geh hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was? Schuhe und das. Okay. Dann... Oh, Lori, Alter, du nervst. Jetzt mal wirklich. Gib doch einfach auf. Für dich ist die Show gelaufen. Kann man doch gar nicht anders sagen. So, die Schuhe und das Kleid. Eine Handtasche für dich. Wow. So nervig, die Frau. Wundert mich nicht, dass du keine Freunde hast. Ist mal im Ernst. So, das Kleid da runter. Wie, schon wieder Tagesende. Okay. Warte. Weg, weg, geh weg. So, das brauche ich dann nochmal. Achso, ja, nee, das Kleid brauchen wir nicht mehr, Victoria. Entschuldige. Das Kleid brauchen wir nicht mehr. Aufräumen. So, okay, kassieren. Ich habe eine Handtasche übrig. Hey, kommt die wirklich nochmal nach Tagesende rein, hier, die Holzbirne? Hau ab, du blöde Kuh. Oh, geschafft, ey. Ei, ei, ei. Ach, Lori, ich mag dich nicht. Du bist voll nervig. Ja, ihr Lieben. Keine Mäuse. Ja, aber wir könnten gerade mal gucken hier bei die Trophäen. Was war da alles noch? Oh Gott, war jetzt gar nicht so viel. Was haben wir hier? Mailand-Kapitel beendet. Und was hatten wir hier? Paris-Kapitel beendet. Was war das? 100 Federn. 100.000 Punkte. Okay, ein Haufen Zeug. Erstes Kleid. Okay. Ja gut, ihr Lieben. Die, letzte Folge beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier jetzt noch endet. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.